Vorsicht, moderne Oper, mag so manch einer denken, wenn er sieht und hört, was nun kommt. Aber bedenken Sie, für die Malerei der jungen Wilden wird irres Geld gezahlt. Warum nicht mal für sogenannte irre Töne wenigstens Gehör haben? Die Opera Stabile hatte es mit Übü. Sie auch? Nicht immer wird vom Allerfeinsten aufgetragen im Hause Übü. Crabbe, der miese Kerl, bekommt von Übü vergammelten Blumenkohl vorgesetzt. Er sieht schon ganz grün aus. Doch Vater und Mutter Übü haben in Endotuis Oper noch weit Schlimmeres im Sinn. Übü setzt sich selbst die Königskrone auf. Damit beginnt eine Zeit des Schreckens und Leidens, von Willkür und Chaos. 1896 sah der Autor Alfred Jarry in seinem grotesken Theaterstück König Übü voraus, was passiert, wenn selbsternannte Machthaber ein ganzes Volk ins Unglück stürzen. Die Frauen sollen sich für Übü verkaufen, doch ihre Schönheit und Liebe lassen ihn kalt. Für ihn zählt nur Macht und Geld, ein Menschenleben dagegen wenig. Kopf ab! Auf zum letzten Gefecht, nicht nur für die Freunde englischer Komik. Tuis interessante Kammeroper ist noch bis zum nächsten Dienstag zu sehen. Anklänge an die Popmusik sind nicht zufällig. Gespickt mit kleinen derben Scherzen wie diese Duett-Persiflage ist Tuis Werk eine Mischung aus Musical und Revue. Eine Popoper. Nicht mehr, nicht weniger.